hallo zusammen. Es ist Sonntag. Es sind 3 Grad plus. Es ist windig. Boah. Und es ist Sonntagmittag. Es ist 14 Uhr. Ich fahre jetzt los. Ach ja, ich wollte erst noch was anderes sagen. Und zwar, letzte Woche habe ich da das Video gemacht, wie bin ich nach Kanada gekommen. Da habe ich was ganz Doofes, Falsches gesagt. Und es tut mir total leid. Aber ich habe das Video dann runtergenommen und es dann nochmal neu geschnitten und es richtig gemacht. Ne? Und dann hochgeladen. Und zwar habe ich gesagt, dass die Permanent Resident, die permanente Aufenthaltsgenehmigung, nach 5 Jahren abläuft. Das ist verkehrt. Ich weiß überhaupt nicht, was ich da gelabert habe. Warum ich das überhaupt gesagt habe. Weil es ist ja permanent. Oh. Und es ist so, dass man die alle 5 Jahre die Karte erneuern muss. So. Ja, alles gut. Und dann habe ich es nochmal genau geschnitten und es haben ein paar Freunde haben mir Bescheid gesagt, hey, das ist nicht so. Und ich hatte diesen Teil des Videos gar nicht gesehen gehabt und ich konnte mich doch nicht drin, als ich so eine Scheiße erzählt habe. Aber gut, ich habe Fehler gemacht. Die Permanent Resident ist natürlich permanent gültig. So. Dann hatte ich das Video in einer Krachergruppe gepostet und da kam natürlich dann so ein Besserwisser um die Ecke, die ich eigentlich vermeiden wollte, aber naja. Der Umgang untereinander zeigt mir eigentlich, wie... Was sage ich jetzt, ohne beleidigend zu werden? JP hat das mal gut gesagt in einem Video. Von so einem widerlichen Mensch. Also ich sage jetzt nicht irgendwie A-Loch oder sonst was, sondern ich sage einfach ein widerlicher Mensch. Der sagte, es ist zum Kotzen, wie ich ein Halbwissen oder dass ich nichts weiß und so und dass ich das so raus... Haue und so. Und dieser Mensch, das ist übrigens dieser Daumen-runter-Mensch, der hat es jetzt auch gelassen. Vielleicht kommt er jetzt wieder, wenn er das jetzt sieht. Auf jeden Fall fing er dann an und sagte dann so, also dieser Mensch benutzt andere Menschen, um sich irgendwie besser zu fühlen. Zeigt ja eigentlich, wie toll er denn zu sich selber steht. Oder er ist narzisstisch. Nein, er ist narzisstisch. Ist egal. Auf jeden Fall fing er dann an. Also ich habe dann gesagt, ich sage, ja okay, bla bla, und ich will das jetzt auch nicht wiedergeben, aber auf jeden Fall zum Schluss fing er dann an, dass meine Firma, die Firma Walk, dass die so ähnlich ist wie die Firma Wabera in Europa und er machte nur die Firma schlecht. Also das ist so ein Typ, der alles andere schlecht macht, was andere machen. Und oh, ich hab gedacht, dass ich das hier nicht erlebe, aber ich erlebe es hier, er lebt hier in Kanada. Das nächste Mal sage ich deinen Namen, weil es ist eigentlich... Eigentlich ist es schon lange vorbei, so diskret gegenüber dir zu sein, dass ich das nicht sage. Du behandelst Menschen, alle Menschen sind dämlich und alle Menschen behandelst du scheiße. Und naja, wie gesagt, es ist auch so, ich kenne mehrere Leute, die mit dem zu tun haben. Und es ist so, jeder, der mit dem zu tun hatte, ist froh, wenn er den von hinten sieht. Das heißt, wenn er weggeht. Aber ist auch egal. Es ist das unterschiedliche Level von Menschen und er sagte dann zum Schluss, hat er sich entschuldigt, weil er mein Ego angekratzt hat. Also mein Lieber, du hast alles angekratzt, aber bestimmt nicht mein Ego, weil ich habe Arsch in der Buchse und ich kann sagen, wenn ich was falsch gemacht habe und wenn ich was falsch gesagt habe. Und es ist so, ein englischer Spruch sagt, wer immer denkt, dass er im Recht ist und nicht Fehler zu geben kann, der entwickelt sich auch nicht weiter und so eine Person bist du leider. Aber wie gesagt, wir können sie aber auf dem Kaffee treffen. Und dann können wir mal drüber diskutieren. Ach, ich will das gar nicht. Das ist a waste of time. Das ist Zeitverschwendung. Aber ist egal. Ich fahre nach New Jersey. Habe ich es eben schon gesagt? Weiß ich gar nicht. Ich fahre nach New Jersey und da brauchen die Pommes. Und die werde ich gleich holen. Also ich bin jetzt auf dem Weg zu unserer Truck-Waschanlage. Und da steht ein Trailer, ein Lehrer, den nehme ich auf. Dann fahre ich hier eine halbe Stunde oder 45 Minuten weiter auf der Insel zum Kunden. Und da werde ich dann laden. Und dann, es ist wie gesagt Sonntagmittag. Und dann werde ich da Dienstagmorgen um 7 Uhr anliefern in New Jersey. Soll ich es wieder sagen? Ja, es sind ungefähr 1500 Kilometer. Ich werde versuchen, dass ich heute noch was mache. Also so einige Meter Schruppe. Und morgen mache ich den Rest, so damit ich dann morgen Abend da ankomme beim Kunden. Und damit ich dann morgen Abend da übernachte und Dienstagmorgen aufstehe.
Dann werde ich anliefern und dann, ja, dann gucke ich mal weiter. Ich habe schon so einen Plan ungefähr, was laufen wird, was ich mir so denke. Aber wie gesagt, wenn man sich Sachen denkt, weiß man sehr wenig. Fakten zählen und dann gucken wir mal. Dann gucken wir mal, wie das so am Dienstag läuft, wo wir am Dienstagabend sind, ob wir dann wieder in Toronto sind oder in Montreal oder wir sind auf dem Mond. Mal gucken. Wir schauen mal. Da hinten, oh, stehen schon einige Trailer hier. Mal gucken. Und ja, ich würde sagen, ich melde mich später. Jetzt wird erstmal ein Trailer geholt, ne? So, guten Morgen zusammen. Ich habe mich gestern gar nicht mehr gemeldet und Sonntag. Ich hatte es nicht geschafft. Es ist auch so viel dazwischen gekommen. Also es war so, ich bin ja Sonntag zum Trailer hingefahren, habe den aufgenommen. Dann bin ich zum Kunden gefahren. Und da konnte ich den Trailer tauschen, weil die schon meine Ladung auf einem anderen Trailer vorgeladen hatten, weil ich es sehr gut fand. Und dann wollte ich dann eigentlich gestern Abend, es ist jetzt Dienstagmorgen 4 Uhr, Kackzeit. Ja, eigentlich wollte ich, mein Plan war eigentlich gestern Abend da beim Kunden anzukommen. Hat nicht ganz geklappt, weil meine Fahrzeit zu Ende war. Oh, Maske. Meine Fahrzeit war zu Ende, weil ich am Sonntag bin ich, nachdem ich den Trailer getauscht hatte, bin ich nach Woodstock gefahren. Das ist kurz vor der Grenze, New Brunswick. Und habe da halt noch getankt und die Ladung war noch nicht freigegeben. Irgendwie hat meine Firma und der Broker irgendwie, oder der Broker hat Probleme, die Firma hat Probleme. Irgendwas ist da verkehrt. Ich musste halt etwas länger warten. Aber das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich nicht weitergefahren bin. Ich bin nicht weitergefahren, weil da war eine Ausfahrt, ist da halt nur. Und in der Ausfahrt, also da wollte ein LKW rückwärts fahren in eine Parklücke und stand dann, ist dann mitten vor der Ausfahrt liegen geblieben. Somit konnte keiner wegfahren. Und ich habe mir so gedacht, war das jetzt hier und so nicht? Und dann habe ich nochmal durchgerechnet. Okay, eigentlich habe ich genug Zeit, um pünktlich beim Kunden anzukommen. Da habe ich gesagt, okay, nach dem Wochenende, nach deinem langen Wochenende bist du jetzt wieder angefahren. Dann bist du halt nur 450 Kilometer gefahren und dann machst du halt dann Feierabend. Ja, und dann bin ich halt gestern Abend hier angekommen. Ich bin jetzt 100 Kilometer vom Kunden, kurz vor New York. Ja, da fahre ich jetzt 10 nach 4, 7 Uhr ist der Anlieferungstermin. Ich werde jetzt mich gleich fertig machen, dann werde ich losfahren. Wo steht denn die Kiste eigentlich? Ich glaube da. Ah, da steht er. Ja, dann habe ich schon meine Rückladung. Ich fahre dann, nachdem ich ausgeladen habe, fahre ich nach Pennsylvania, 150 Kilometer weiter. Da muss ich Honigmelonen im Hafen laden, also da muss ich in den Hafen. Die kommen dann vom Schiff runter und dann kriege ich die. Und dann fahre ich nach Toronto. Dann gucken wir mal, wie weit wir heute noch kommen. So, bis später. So, guten Morgen aus Pennsylvania. Gestern wollte ich noch ein bisschen was filmen, aber ich war jetzt nicht so gestern in der Laune. Gestern war ein doofer Tag. Also ich bin ja gestern nach New Jersey gefahren, oder ich bin gestern in New Jersey angekommen. Stunde vorm Termin. Gut, 6 Uhr war ich da, 7 Uhr musste ich abladen. Und normalerweise dauert das bei dem Kunden so 20 Minuten, eine halbe Stunde. Dann ist man ausgeladen. Gestern hat 6 Stunden gedauert. So, danach bin ich in den Hafen nach Pennsylvania gefahren, um Früchte zu laden. Und da dauert das normalerweise so 1 bis 2 Stunden, wenn das Schiff da ist. So. Eine hatte ich Termin, halb zwei war ich da. Und dann habe ich 10 Stunden gewartet. Also ich habe dann geschlafen, gewartet, geschlafen, gewartet. Heute Nacht war ich dann, kriegte ich dann einen Anruf, hat mich dann geweckt. Weil ich gestern gedacht habe, okay, die laden ich erst morgen früh, also heute Morgen. Ja, dann haben sie mich geladen gestern Nacht. Dann habe ich gedacht, fährst jetzt los, weil Pause war voll, aber ich war noch ein bisschen müde. Und dann habe ich gedacht, fährst du mal weiter, schläfst du mal weiter, einschlafen, schlafen. Und dann bin ich dann
hatte ich mir um 3 Uhr einen Wecker gestellt, weil ich so 4 Uhr losfahren wollte. Und dann wache ich heute Morgen auf, so selbstständig so, und denke so, warum wachst du jetzt selbstständig auf? Du wachst nicht automatisch auf nachts um 3 Uhr, ne? Also du wachst jetzt nicht automatisch nachts um 3 Uhr auf, bevor der Wecker klingelt. Dann habe ich mir den Wecker geguckt, dann war es 4:30 und denke so, eigentlich wolltest du los, aber gut. Ich bin dann gegen 5:30 losgefahren. Der Trailer muss heute Abend um 8 Uhr da sein. Ich werde um 3 Uhr da angekommen oder um 4, so zwischen 3 und 4. Und ich muss auch nur den Trailer da hinstellen bei dem Kunden im Yard, leeren aufnehmen und dann geht's weiter. Ja, ich bin hier jetzt gerade an so einer Rest Area, Rasthof. War gerade auf mich frisch machen und jetzt werde ich mich vom Acker machen hier. Am Schwitzen wie sonst das. Klimaanlage an. So, ich bin gestern in Toronto angekommen, habe natürlich dann auch sofort meinen nächsten Job gekriegt. Mein nächster Job führt mich nach New Brunswick, nach St. Stephens. Das ist an der Grenze zu den USA. Ich habe jetzt noch 990 Kilometer vor mir. Ich habe aber auch nur 8 Stunden 18 Minuten Fahrzeit für heute. Das heißt, ich werde Highway 401 eastbound towards Montreal. Then take the highway. Ich werde jetzt noch so das meiste fahren. Kommt immer aufs Wetter an. Hier in Quebec soll irgendwie Eisregen sein, aber
glaube ich noch nicht, bei 18 Grad plus. Ja, dann werde ich heute Nacht irgendwie oder heute frühen Abend anhalten, dann werde ich morgen früh, früh aufstehen. Und dann habe ich 5 Anlieferungen morgen, bevor ich dann nach Hause fahre und Wochenende mache. Also ich bin morgen Abend zu Hause, morgen frühen Abend, Freitagabends. So, fahre ich hier Montag los. Ich war gerade hier bei meinem Lieblings-Truckstop, täglich grüßes Pummeltier. Ich habe gerade eben getankt und dann noch eine Dusche genommen. Und ja, ach ja, ich will mich erstmal nochmal bedanken. Ich finde das total super, wie ihr kommentiert. Ihr seid sachlich, ihr seid sogar sehr lieb und ich finde das super. Und es ist auch so, dass das jetzt mittlerweile auch, eben habe ich nachgeguckt, 624 Leute haben den Kanal abonniert. Ich finde das den Oberkracher von euch. Ihr seid echt super. Aber ich habe auch noch einen kleinen Tipp. So ein ganz... Wie könnte ich das jetzt am besten formulieren? Der überhaupt nicht egoistisch ist. Und zwar, wie wäre es denn, wenn ihr mal, wenn ihr das Video seht und euch das gefällt, wie wäre es denn, wenn ihr das Video einfach mal auf eurem Facebook-Profil teilt? Ich sollte Werbung machen, oh yeah. Ja, also wenn ihr Bock habt, könnt ihr das gerne teilen, das Video. Like nicht vergessen, abonnieren nicht vergessen, alle Freunde einladen, die ihr habt. Jetzt wird der größten wahnsinnig, nein, Spaß. Ich finde es super, es ermutigt mich weiterzumachen, also ich wollte es nicht aufgeben, aber zwischendurch, wenn das dann so stockt, dann denkt man sich so, ist das alles toll, was man hier so macht, oder ist das irgendwie kacke? Aber gut, ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich finde das total super. Ich fahre Montag wieder los, das heißt, mein Spruch ist, ich komme wieder, keine Frage, oder keine Frage, ich komme wieder. Und zwar nächste Woche Freitag, jetzt nächste Video hochgeladen, dieses Video, es ist jetzt Donnerstag. Das Video werde ich morgen hochladen, wenn ich morgen Mittag, wenn ich beim Ausladen warte.